Und willkommen zurück zu einer weiteren, mittlerweile Debugging-Folge. Und zwar gehen wir mal kurz bei Games rein, Mindclone, Mods und das war Entities, Mobs. So. Spawning. Hier müsste drin stehen. Mal kurz, erstmal gucken, hier gibt es eine Setting. Dingsabumster. Gibt's nicht. Dann. Warte mal kurz. Kann das sein, dass es bei. Wo ist dieser Mob-Spawner? Okay, ich dachte, es wäre hier bei Mapchain mit bei. Environment vielleicht? Nö. Hä? Wow. Hier macht es ja keinen Sinn. Aber hey, wo ist denn dieser Mob-Spawner? Wait. What? Okay, machen wir anders. Warte mal kurz. Ich habe meine wunderschöne Index-Datei. MCL Mob Spawner. So, das ist bei Items. Ach, das sind diese Spawners, die man platzieren kann, die auch in Dungeons und so drin sind. Ah, okay. Ja, das macht natürlich Sinn. Ich dachte, das ist quasi die API, die im Hintergrund läuft, die dafür sorgt, dass halt Mobs spawnen. Also dieser Active Block Modifier ist das. Aber nee, das ist dieses Block-Item. Das du halt auch zerstören kannst, damit in Dungeons keine Monster mehr spawnen und sowas alles. Gut, dann bringt uns das auf jeden Fall nicht weiter. Dann müssen wir doch bei direkt. Dann müsste das Spawning auch hier mit drin sein. Das ist falsch. Da mit drin sein. Aber ich bin immer gespannt, wie das Ding hier spawnt. Lala, du Mob spawn. Genau, das hier haben wir nicht gesetzt. Das heißt, der Standardwert ist auf also ist wahr. Wo war denn? Warte mal kurz. Warum ist das Fenster eigentlich so klein? Was ist denn los? Danke. Enable Damage, Mob Spawn. Okay, also hier ist nichts, um das Ganze zu deaktivieren. Das heißt, es muss doch alles hier drin sein. Ich gucke gerade nach einer Funktion, die überprüft, ob das Spawn aktiv ist oder nicht. Das heißt, wir suchen mal, ob diese Variable irgendwo abgefragt wird. Ich meine, wir können natürlich auch als ersten Versuch das Ding in der Config-Datei einfach mal manuell auf aktiv setzen.
Wäre vielleicht gar keine so dumme Idee, aber ich will trotzdem mal wissen, ob diese Variable irgendwo gesetzt ist. So. Das ist um ein spezifisches zu spawnen. Das ist, glaube ich, nicht das, was wir suchen. Wo haben wir denn? Ich weiß gerade gar nicht. Oh Gott. So, das ist das, was wir suchen. Das ist die Funktion, die dafür sorgt, dass Mobs überhaupt spawnen. So, Timer ist Timer, Timer ist deine Mutter und Timer ist dein Vater. Position ist deine aktuelle Position, Dimension ist was auch immer. Ignore World haben wir nicht. Ich verstehe gerade hier diese Funktion nicht. Hier oben steht da extra das Kommentar drüber, ignoriere Void, also wenn du halt, wenn halt nichts da ist, und unloaded areas, also wenn der Bereich noch nicht geladen ist. Aber in der if-Abfrage steht zwar Void drinne, aber dann default. Also nur, wenn diese Dimension ungleich Void ist und ungleich default. Aber default ist doch genau das, was wir eigentlich wollen. Und zwar unsere Standardebene. Oder haben Sie das hier irgendwie anders benutzt? Interessant. So, das ist die Funktion, die nämlich aufgerufen wird. Spawn a Mob für die Position. Okay, also ich finde hier erstmal nichts, was das Spawn verhindert. Okay, gut, dann machen wir es wie ich. Ich starte nochmal den Server. Also, das Server läuft bereits. Interessant. Wir gehen noch mal kurz rein. Jetzt ist natürlich Nacht. Sehr schön. Kann man gucken, ob ein Monster spawnt. So, kurz, wie hieß die Variable, die nochmal dafür sorgt, dass dass Mobs überhaupt spawnen? Das war Mob Spawn. So. Ah, gut, nochmal hier mit ein bisschen besser zu sehen ist alles ein bisschen größer. Denn noch spawnt hier gar nichts. Und jetzt gucke ich mal ganz kurz. Set. Mob Spawn ist nicht gesetzt, das heißt, es sollte eigentlich True sein. Jetzt setzen wir aber manuell einfach mal auf True. Wow, das hat ja wohl gar nicht funktioniert. Ich wollte das hier.
Okay, genau. Jetzt brauchen wir nämlich genau dieses n, weil diese Variable existiert nämlich noch gar nicht. So. Ich bin mal gespannt, ob jetzt Monster spawnen. Achso, warte mal ganz kurz. Mob Spawning. Muss ich mal ganz kurz gucken, wie genau diese Variable verwendet wird. Wenn diese Variable nicht gesetzt ist, dieser Global Step erst gar nicht registriert wird, dann bringt das Nachhineinsetzen auch nichts. Müssen wir den Server jetzt erstmal neu starten. So, hier war es ja. Da unten. So. Das heißt, wenn Mob Spawn am Anfang noch überhaupt nicht gesetzt ist, also auf False gesetzt ist, dann wird dieser Global Step jetzt gar nicht registriert. Das heißt, das im Nachhinein zu setzen bringt gar nichts. Ich muss noch kurz den Server neu starten. Jetzt kann es aber natürlich sein, dass ich die Variable dann direkt in der mytest.conf ändern muss. Gucken wir mal, ob der Wert noch, jetzt noch gesetzt ist. Wahrscheinlich nämlich nicht. Gut, das heißt, wir müssen ihn direkt in der Conf ändern. Dann fahren wir mal kurz den Server runter. Und die Conf ist nicht offen. Schade. So. Das hätten wir. Dann starten wir es aber nochmal. Wenn jetzt die respawnen, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Weil das heißt hier nämlich, dass die Variable wirklich gesetzt sein muss, damit das Ganze überhaupt funktioniert. Aber dann verstehe ich die Definition von der Funktion nicht. Weil dort steht ja ein Standardparametertyp drin und der ist true. Das scheint es nicht gewesen zu sein. Das Witzige ist ja, wenn ich lokal spiele, also ne, auf meiner lokalen Installation und dort einfach eine Welt starte, dann habe ich dort Tiere und Monster und alles. Nur auf dem Server funktioniert es irgendwie nicht. Aber kurz, es gibt auch eine Funktion, die registrieren doch auch irgendwie eine Funktion, ne? Help me. Mob spawning, Mob spawn. So, spawn Mob, genau. Guck mal, es gibt auch Mob State, was ist das denn? Wow, was hab ich denn da geschrieben? Was? Wie ist der aber falsch? Deine Mutter ist falsch. Mop, 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 mop. Ach, mit S. Okay. Die Mehrzahl will er. Krieg ich deine Fehler mit? Nö. Warum sieht der Befehl nicht? Der steht doch hier extra drinne. Stats, nicht States. Ja gut, das bringt uns gar nichts wahrscheinlich, weil ja. Oh. Was? Probieren wir mal das hier, Spawn. Dieses Mikrofon hier, da kann man gar nicht sehen, was man drückt hier.
Okay, dann brauche ich erstmal das Debug-Privileg. Dann geben wir uns das mal ganz kurz hier. Graham Walker Debug. Dankeschön. Spawning Attempts and Server Start. Ach, guck mal, er versucht es, aber er schafft es nicht. Warum nicht? Couldn't spawn. Und warum nicht? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Was läuft hier schief? Man bekommt auch hier in der Konsole keine sinnvolle Fehlermeldung oder also allgemeine eine sinnvolle Meldung, wo der Fehler da passiert ist. Man bekommt tatsächlich einfach gar nichts. Spawn. Wo wird diese Funktion registriert? Ach genau, hier, direkt hier. So, Previous ist. Ah ja, okay, der braucht das tatsächlich. Function Position Declare. MCL Mob So, da haben wir es. Registered Entities, Registered Okay, das Einzige, was der hier guckt, ist, ob es überhaupt eine, ob es überhaupt Mobs gibt. Aber das ist ja wahr, weil die Mod ist ja geladen. Oder von der extra Mobs. Und wenn das funktioniert, dann ist dieser Wert gesetzt. Und damit. Warte. Okay, warte kurz. Das heißt, wir gucken erstmal noch mal ganz kurz, ob es die Tiere überhaupt gibt. Aber wie sehe ich das? Wie sehe ich, dass Tiere überhaupt vorhanden sind? Nach X kann ich ja hier nicht suchen, zum Beispiel, ne? Genau. Mal kurz. Ich gebe mal kurz das GIF-Privileg. So. Weiter. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, ob das funktioniert. Give me MC. Nee. Mobs MC Sheep. Das klappt. Das heißt, Tiere an sich sind schon mal da. Und ich kann sie auch selber platzieren. Klappe, klappe, aus. Aber sie spawnen von sich aus nicht.
Warum nicht? Ich bin ein bisschen aktuell überfragt. Na gut. Das ist also auf jeden Fall etwas, womit ich mich mal noch ein bisschen auseinandersetzen muss, warum die Viecher um Teufels Willen nicht spawnen wollen. Weil man kriegt so diesen Funktionsaufruf hat leider überhaupt nicht raus, warum es nicht funktioniert. Das Einzige, was wir sehen, ist, dass das die Hauptfunktion ist. Die ruft diese Funktion dann auf, wenn das hier fehlerhaft war, weil wenn es erfolgreich war, würde das hier aufgerufen und das würde die Funktion an der Stelle beenden. Das heißt, das hier muss fehlerhaft sein. Das ist die Funktion, die hier oben war. Spawn. Genau. Genau, die hier. Und alles, was sie macht, ist zu gucken, ob es dieses Mob überhaupt gibt. Okay, die Frage ist, nach welcher ID guckt er eigentlich? Wie bestimmt hier diesen Parameter? Braucht die Funktion jetzt einen Parameter? Warte mal kurz. Spawn. Spawn Mob können spawnen. Ah, okay. Also das Spawn von hier funktioniert eigentlich schon mal. Gut, dann war gerade mein Fehler, weil ich habe mich natürlich direkt darauf verlassen. Ich habe da gar nicht nachgeguckt, weil bei der Help hier nichts von einem Parameter stand. Deswegen habe ich darauf überhaupt nicht geachtet. Okay. Jetzt ist also die Frage, das Mob Spawn funktioniert also doch. Er macht es nur nicht von selbst. Jetzt guckt man nochmal hier nach Mob Stats. Und hier stand, er hat bereits 5000 versucht zu spawnen und 0 davon haben geklappt. Und jetzt noch die Frage, warum das der Fall ist. Da gehen wir jetzt genau das gleiche vor. Und zwar suchen wir jetzt erstmal, müsste das ja dieses, ach, guck mal, ja, wird sich jetzt sogar schon diese Mob-Stats-Funktion, was uns jetzt nicht so viel bringt. Obwohl, wir können gucken, wenn diese Werte hier verändert werden. Blablabla. Ich bin immer noch falsch. Danke. So, genau, am Anfang ist der Wert natürlich 0, ist klar. Bei Spawn Check. Gut, hier bin ich schon viel zu weit drinne. Das bringt uns nicht weiter, das ist aber der einzige Ort, wo sie gesetzt wird. Das heißt, wir wissen irgendwo, dass diese Funktion schon mal aufgerufen wird. Okay. So, eigentlich müssten wir zuerst nach dieser Global Step Funktion suchen. Die war hier. So. Wenn die aktiv ist, wartet sie auf einen bestimmten Timer. Wenn dieser Timer bla bla bla, dann guckt sie, ob ein Spieler verbunden ist, guckt deren Position, damit, ne, klar, weil es hier sollte ja in seiner ne, Region spawnen. Position to Dimension. Okay. Das ist für uns natürlich erstmal eine Blackbox.
Und dann ist da noch dieses komische Kauderwelsch mit bei. Und da blicke ich halt nicht wirklich durch. Also wir müssen mal davon ausgehen, dass das hier einfach nur überprüft, ob wir auf der aktuellen Welt sind, wo wir jetzt gerade sind. Was ja der Fall ist. Okay, ich muss ganz ehrlich zugeben, das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Also, das natürlich schon, klar. Aber ich verstehe gerade nicht, was diese Funktion hier macht. Ich meine, das hier ist klar, ne? Das sorgt dafür, dass wenn ein Mob gespawnt wäre, gleich mehrere gespawnt werden. Hat man ja meistens, dass man gleich drei Schafe auf den Haufen hat oder so. Ist klar, aber ich weiß halt nicht, was das hier macht. So, das heißt, wir müssen mal davon ausgehen, dass diese Funktion aufgerufen wird. Weil wir wissen ja, dass er versucht, Mobs zu spawnen. Das wissen wir ja. Sonst würden wir gar nicht diese Attempts bekommen. So, create disconnect clone of the spawn direction. Okay, das ist natürlich ja schon heftiger Bullshit. Also, jetzt nicht Bullshit im Sinne von, dass es Kacke ist, sondern dass es schwer zu verstehen ist, was jetzt hier genau passiert. Also, ich vermute, wir versuchen mal nächste Folge durchzusteigen. Ich muss mal ganz kurz gucken hier. Ja, nee, wie gesagt, also meine Vermutung ist halt, dass wir hier erstmal gucken, was das hier macht. Keine Ahnung. Aber ich schätze mal, das einfach nur hierfür. Also ist das etwas, was für uns jetzt nicht so wichtig ist. Was natürlich ein Knackpunkt sein könnte, wäre das hier. Müssen wir mal gucken, was diese Funktion macht. Ansonsten, das hier sorgt einfach nur dafür, dass ein Block gesucht wird, über dem Luft ist. Ne? Also zum Beispiel der Block, der hier ist, wäre ein Kandidat, wohl über dem wir, also dieser Grasblock hier, wäre Kandidat, wohl über dem Grasblock ist Luft. Dieser Baumblock hier hinter, der wäre kein Kandidat, wohl über diesem Baumblock ist ein anderer Baumblock. Das heißt, auf diesem Baumblock wird kein Tier spawnen. Ne? Das ist soweit das, was das Ding hier macht. Wenn er damit fertig ist, hat er damit dementsprechend eine Liste. Wenn er gar keine Blöcke hätte, wäre dieser Wert also kleiner oder gleich 0. Gut, wann er kleiner sein als 0, weiß ich nicht, aber man weiß ja nie. Sicher ist sicher. Aber dann wäre er halt gleich 0 und dementsprechend wäre das Ganze an der Stelle zu Ende. So. Das heißt, wir haben eine Liste von Positionen, wo er spawnen kann. Jetzt guckt er anhand von dieser Perle-Noise-Rausch-Funktion, wo er also quasi jedem Fleck auf der Welt einen bestimmten Wert zuweisen kann. Genau, den Wert speichert er erstmal einfach nur. So, dann haben wir Neues. Hier haben wir wieder etwas, wo ich nicht weiß, wo das herkommt.
Summary Chance wird, glaube ich, irgendwo oben definiert, war das, ne? Den Wert hat man, glaube ich, schon mal irgendwo gesehen. So viele Blackboxen hier. Genau, Summary Chance, Summary Chance plus Chance. Wow. Am Anfang ist es 0 und dann Spawn Setup. Naja, ich meine die Chance, also die Chance, dass ein Monster gespawnt wird, muss ja da sein, weil sonst würde es ja nicht versuchen. Ja, dann wären ja die Attempts auf 0. Also das ist auch noch alles klar, dass das funktionieren muss. So. Das ist wahrscheinlich, wenn ich das richtig grob überfliege, um zu ermitteln, welches hier gespawnt wird. Das gehört auch noch mit dazu. Und das gehört auch noch alles mit dazu, zu gucken, was für ein Tier gespawnt wird. Und hier wird dann geguckt, ob das Tier, ne, wenn das Tier ein Wassertier sein kann, dann. Achso, okay. Ja klar, weil dann ist natürlich die Überprüfung, ob da drüber Luft ist, natürlich hinfällig. Ah, klar. Ja, nee, okay, also das ist hier, das ist für mich dann doch schon zu sehr Blackbox. Man kann auch leider nicht überprüfen, wenn man jetzt einen Inline-Debugger hätte, könnte man schön überprüfen, welche Zeile ausgeführt wird und ab welcher Zeile die Funktion einfach nur noch zurückspringt. Man könnte mal gucken, warum an der Stelle dann einfach zurückgesprungen wird. Das haben wir hier nicht und wir wissen halt, mit der Fehleranmeldung kriegen wir halt nicht raus, an welcher Stelle es schief läuft. Tja, schade eigentlich. Hier sind einfach zu viele Sachen, von denen wir nicht genau wissen, wie sie reagieren, auf was. Gut, dann würde ich mal sagen, lassen wir es an der Stelle erstmal sein. Wir müssen also erstmal ohne Tiere leben. Ist sowieso serverfreundlicher. Und ja, vielleicht, wenn irgendeiner da ein bisschen mehr durchblickt, ich mache jetzt mal meine Config-Datei wieder so, wie sie früher war. Das heißt, Active Block Range, wo war der Wert? Holy moly. Da ist wieder 1. Und was haben wir noch geändert? Der kann raus. Hat auch nichts gebracht. Ja, nur wie gesagt, wenn irgendwann, ja, komm, die wird halt Stoff 1. Wenn jemand Ahnung hat, kann er ja mal ein bisschen in die Kommentare schreiben. Zur Not gucke ich mal, wenn die Server wieder online sind und Spielerbesuch da ist und es bis dahin immer noch nicht funktioniert, ob ich dann mit Wusi in Kontakt trete oder mit dem, der aktuell die Leitung drüber hat. Ja. Schauen wir mal. Ja, genau. Auf jeden Fall soll es erstmal damit gewesen sein. Mal gucken, vielleicht spielen wir einfach noch auf dem Server ein bisschen rum. Und spielen einfach dann halt ohne Mobs. Dann cheate ich mir erstmal ein bisschen Wolle oder sowas. Keine Ahnung. Damit wir die Nächte nicht immer durchmachen müssen. Oder ich stelle einfach wieder die, ja komm, ganz ehrlich. Ich stelle einfach wieder die Game Speed auf 0. Müssen wir zwar nächstes Mal, wenn wir online sind, die Zeit noch einstellen, dass es wieder 12 Uhr ist, aber ich glaube, machen wir es erstmal so. Genau, ist alles gesetzt, ja. Okay. Ja, und dann gucken wir da mal, ob da jemand mehr Ahnung hat von der Materie. Jo. Bis dann. Irgendwann. Wenn wir vielleicht einfach so auf dem Server ein bisschen rumspielen, oder ich nochmal meine andere Testwelt, wo wir unser Haus gerade gebaut hatten, da nochmal ein bisschen rumspielen. Mal gucken.